Ich habe auf dich gewartet, Ethan Winters. Sie kennen meinen Namen? Es gibt wohl kaum jemanden, der ihn noch nicht kennt. Ein Held auf der Suche nach seiner Tochter. Und dieses Schloss ist doch sehr verdächtig, nicht? Ja, Sie aber auch. Ich bin nur ein einfacher Kaufmann. Hier? Bitte verzeih mir. Nenn mich Duke. Nun zum Geschäft. Waffen, Munition, Heilmittel. Ich habe alles, was man so braucht. Soll ich etwas für dich aus... Ich habe ein besonderes Geschenk für dich. Wie heißt es doch so schön? Kleinvieh macht auch Mist. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Danke für deine Treue. Könnte Rose hier sein? Männliches Blut. Mutter, ich bringe frische Beute. Ihr seid so gut zu mir, Mädchen. Ah, gut. Dann zeigt mal her. Ach, sieh an, Ethan Winters. Bist den kindischen Spielen meines Bruders entkommen, hm? Dann zeig mal, was du zu bieten hast. Ja, Mutter. Ja, Mutter. Ha!
Schon etwas abgestanden. Dann lasst ihn uns gleich verspeisen, Mutter. Ich war es, die ihn geschnappt hat. Na, na, Mädchen. Erst informiere ich Mutter Miranda. Aber später... Später bekommt jede ihren Anteil. Zieht ihn hoch. Hey, hey. Was? Pass besser auf, was du sagst, Ethan Winters. Hey, lass mich... Runter! Wo haben Sie Rose hingebracht? So sieht man sich wieder. Duke, was machen Sie hier? Wenn es was zu verdienen gibt. Und, hast du deine Tochter gefunden? Nein. Wenn sie wirklich hier ist, hält die Herrin des Hauses sie doch sicher in ihren privaten Gemächern fest. Denkst du nicht? Dimitrescu? Genau die. Sieh dich doch mal dort um. Vielleicht hast du Glück. Apropos umsehen. Brauchst du irgendwas? Du willst dich nur umsehen, tu dir keinen Zwang an. Schwere Zeiten, Ethan. Beachte mich gar nicht.
Ein gutes Geschäft, das muss ich schon sagen.
Ich habe lange keinen Mann mehr aufgeschlitzt. Ich fessel dich. Jetzt willst du tot oder lebendig verspeist werden. Du wirst eine tolle Dekoration für den Saal.
Ja. Cassandra kriegt aber auch nichts alleine geregelt. Dich gibt es zum Abendbrot. Wo willst du denn hin, kleiner Mann? Deine Kugeln können mir nichts an... Du dreckige Missgeburt! Es uns herauszufordern? Ich fühle keinen Schmerz. Ich stopfe deine offene Kehle mit Würmern. Nicht so. Weil du mir stets ein Euer Kunde warst, konnte